Sehr schön. Ein Lichtlein brennt. Und plötzlich geht eine Tür auf. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir zünden eine Kerze an und die Tür geht auf. Wow. Jetzt habe ich mich ein wenig erschrocken. Doktor, bleiben Sie stehen. Ich habe doch noch Pistolenmunition, ne? Warte mal. Hä, wieso kann ich Ihnen das nicht gerade geben? Egal. Achso, ich bin gerade Rebecca. So, Dankeschön. So, rüber mit dir. Ja, da muss ich warten, bis das Magazin leer ist. Und da haben wir noch Granaten, die ich gerade nicht aufnehmen kann. So. Die schnappen wir uns direkt. Packen die in den Granatwerfer. Kombinieren. Und dann schnappe ich mir das Ganze wieder. Und dann kletter ich mal hier hoch. So. Hier war doch auch noch was, ne? Genau. Okay. Wie genial. Mist, ich schaffe es nicht. Ich bin zu schwach. Gut, da muss halt der starke Mann dran. Zack. Was haben wir da dran? Ach, da haben wir das Buch. Ja, ich weiß. Ich kann nicht mehr Objekte tragen. Super. Dann haben. Oh nein, nicht bitte. Danke. Ich mag es nicht, wenn dieses in das kommt. Buch des Guten. Nein, keine Störung, bitte. Gut, HDMI. Ja, manchmal. Ich das echt komisch. Hallo, ich habe gesagt, hör auf. Ich mach mal zur Sicherheit mal einen Schnitt, damit sich das Ganze hier wieder beruhigt hat, oder? Na, ich hoffe mal. Wenn nicht, dann mache ich gleich einen Schnitt. Wenn nicht, dann habe ich Glück. Untersuchen wir das Ganze mal wie ein Buch. Auf den eleganten Eingebungen steht, Buch steht das Gute. Ganz schön schwer für ein Buch dieser Dicke. Joa, es ist nicht relativ dünn. Dann klappen wir das doch mal auf. Buch öffnen. Ui, was haben wir denn da? Da ist etwas drin. Engelsflügel. Yay, sehr schön. Genau, und die Statue haben wir auch schon gesehen. Die muss ich nur abholen. Und das. Ah, jetzt. Ah, da kommt der alleine runter, alles klar. Gut, nächste Anstation oder nächste Station ist die Uhr. Das Engelchen müssen wir noch zusammenbauen. Das ist eigentlich ganz in der Nähe. Das Engelchen könnte ich eigentlich rein theoretisch holen. Da reicht eigentlich auch nur eine Person aus. Aber wo stelle ich jetzt am besten Billy hin? Eine Waage. Da, wo ich eh zurückgehen muss. So. Hier muss ich eh durch mit beiden. Von daher kann er gleich hier stehen bleiben und hol ihn dann ab. You stay here. Ja. Genau, du stehst hier. Ich rüste mich mit gar nichts aus, damit ich schneller laufen kann. Und hole dann eben kurz die Engelstatue. Die Teufelstatue, die haben wir auch noch nicht geholt. Die ist ja unten in den Gang drin, wo das Gewehr ja war. Also ist ja nichts Neues.
brauchen wir jetzt auch nur noch den Teil des Flügels. Das heißt, wir müssen noch warten. So, hier ist die Sache mit der weißen Statue. Und die passen wunderbar zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie die das jetzt zusammenfügt, aber sie hat einen super Kleber wohl dabei. Und dann passt das alles. Guck, keine Macken, nix. Passt hervorragend. Achso, größer. Das war's. Sehr sexy, den muss ich ja mal sagen. Ganz viel Brust sieht man und viel Popo. Echt, ey. Schlimm sowas. Gut. Das war's. Das heißt, wir müssen noch die Uhr umstellen. Auf die gewünschte Uhrzeit. Und dann haben wir wieder, meine ich, zwei Türen, die ich jetzt auf jeden Fall weiß, betreten kann. So, ja. Die Statue hier mit der Waage hat ja auch noch was zu tun. Denn wir brauchen die beiden Statuen. Ja, Mann. Hier. Oder ist es egal, welche Seite? Ach komm schon, ernsthaft? Dann halt auf der Seite von mir aus. Dann halt so. Ja, jetzt willst du mich verarschen. Jetzt war ich gerade auf der Seite und dann klappt das nicht. Ja, genau. Wir haben aber nur die eine Hälfte und wir brauchen das andere. Ist natürlich das Böse, ist ja klar. Gut, böse. Follow me. Okay. Wer hätte es gedacht? Die Uhr war bei den Krähen. Ja, bei den Krähen. Das heißt, ich muss den Weg wieder zurücklaufen. Na, hier durch. Na, da. Geht doch. Damit das alles hinhaut. Kommt hier noch so ein Tausendfüßler? Ich hoffe mal nicht. Denn ich habe keine Heilung. Warte mal, ich habe doch hier... Ne, doch, ich habe Munition. Er hat noch 4 Schüsse. Okay, na, lassen wir's. I'll check it out. Na, nein. Come on. Okay. Ich wollte schon mit Rebecca weiterspielen. Ich habe aber vergessen, dass ich getauscht habe. Nur um nachzuschauen. So, jetzt nochmal durch die rostige Tür hier. Das sieht auch schon genial aus. Wie der Lack da abblättert. Ja, ja. Komm, haut ab. Nein, 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 ich muss hoch. Komm. Nass! Der hat die Krähe hat ihn so zerpickt, dass er schon Schaden genommen hat. Also einen großen Schaden. Das ist doch nicht dein Ernst. Bisschen Mann, komm. Du hältst mehr aus. So. Hier fehlte ja was. Dann setzen wir das ein. Zack. Eine massive Uhr. Der Zeiger bewegen? Ja. Der Minutenzeiger geht nach... Warte mal. Nein, nach rechts. Achso, okay. Weiter. Und weiter. So, jetzt haben wir 23:45. Wer es erraten hat, wir müssen 8:15 eingeben. Das steht in einem Dokument, grün, 8:15. Also, nicht wundern. So, jetzt haben wir 12, 11, 10, 9, 8. Und das war's. Nummer 1 und Nummer 2. Und das war's. Also doch zwei Türen, die mir bekannt waren, die es auch nur sind. So, zu welcher gehen wir denn zuerst? Mal gucken wir mal auf der Karte.
Nein. Hier oben, da ist noch ein, nur ein Raum. Bei der Uhr und... Nein, wo ist der andere? Wo ist die andere Uhr gewesen? Hier nicht, dort nicht, da auch nicht. Da hinten komme ich noch nicht. Die war da unten, ne? Genau. Oh, nur ein Raum. Dann gehen wir in der Mitte, wenn wir schon hier oben sind. Und dann gehen wir nach unten. Und irgendwo muss es ja der Flügel. Und irgendwo muss ja der Flügel sein. Hau ab. Komm, hau ab. So. Perfekt. Ich dachte schon, die picken mich jetzt schon wieder. Unglaublich sowas. Dann nach unten. Das ist Resident Evil Style. Immer hin und her rennen. Leider ist das so. Aber das ist ja eigentlich echt spaßig daran. Wenn man die Wege weiß und wenn man nicht die ganze Zeit hier fehlt bei einem Monster, was eigentlich ziemlich leicht ist. Aber na gut. Hätte ich vielleicht warten sollen. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, der ist nicht mitgekommen. Doch. Ist er. Wenn ich schon hier oben bin, dann gehe ich doch in die erste Tür hinein. Rüste mich aus. Man weiß ja nie. Oh, der steht auf Vorsicht. Orange. Das ist nicht gut. Man hat die Kreatur bestimmt so hart zugepickt. Muss das sein? Oh nein, 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 nein. Danke. Ich sehe nix. Boah, wie viel. Nein, 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 nein. Hallo. Hau mal ab. Nein, 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 nein. Du kannst jetzt nicht ausrüsten. Ich habe hier keine Ahnung. Ich sehe nichts. Hallo. Oh, meine Güte. Ich sterbe hier. What the hell? Die Zombies, die zerfleischen mich hier gerade. So. Erledige sie. Zum Glück kann ich sie nicht treffen, das ist gut. Hammerhart, ey. Beide auf Gefahr. Auf Rotgefahr, ey. Ich glaube es nicht. Alles ist hier... Alles geht den Bach runter. Gibt es vielleicht hier noch eine Tröstung? Irgendwo eine Heilung, die ich gerade nicht sehe? Erstmal so ein blödes Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde, die Erde ist der Sonne treu und das allmächtige Gesetz, die Sonne reagiert alles. Ja, schön. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. Alle unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Wow. Hey, ein Gedicht, wunderbar. Da habe ich jetzt schon wieder so eine... So ein Mikrofilm. Mikrofilm B. Super toll. Wie soll ich mich denn jetzt hier verteidigen? Hallo, ich brauche Heilung. Liegt hier irgendwas in die Ecke? Was ich durch die Dunkelheit nicht erkenne. Ich brauche dringend Heilung. Der nächste Schlag könnte entscheiden sein. Ja. Der nächste Schlag könnte entscheiden sein. Hammerhart. So. Dann werde ich definitiv... hier eben... abspeichern. Wo brauche ich denn die Mikrofilme? Bitteschön. Das gefällt mir gar nicht. So. Bevor ich gleich drauf gehe,
speichere ich lieber. So, diesmal mit Rebecca. Im Konferenzraum. So, die kann ich hier wieder ablegen. Meine Güte, jetzt ist auch nirgendwo mehr Heilung. Jetzt müssen wir eh gleich nach unten. Da, wo der, ja, der komische Egel-Zombie war. Und hoffe ich mal, dass da gleich kein Zombie kommt. Ich hoffe mal, da liegt irgendwie zumindest zwei grüne Kräuter. Waren hier nicht irgendwie noch Kräuter? Nein. Auf der anderen Seite habe ich auch schon bestimmt alles aufgehoben, ne? Ja. Schade. So. Was erwartet uns diesmal hier in den Raum? Ist da irgendwas wieder zurückgekehrt? Oh nein, Egel. Egel, Egel. Die können mich umbringen. Genau, zertrampel die. Die können mich noch umbringen. Das haben wir ja schon mal einmal erlebt. Mit Billy. Oh, bitte nicht. Oh nein. Billy, mach das mal. Ja, schieß. Da ist noch jemand. Schieß. Mein Gott, was wollen die alle von uns? Okay, hier haben wir den Apparat für den Mikrofilm. Haben wir hier irgendwo hier eine Ecke Kräuter? Komm schon. Ist doch nicht euer Ernst. Habt ihr nichts dabei? Liegt hier nichts? Oh. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das aushalten kann. Solange ich noch Munition habe. Gut, schauen wir uns erstmal den Mikrofilm A an. Projekte benutzen, spielen wir erstmal ab. Da sehen wir noch nichts. Ein Bild von irgendeinem Raum. Nee, das ist der Konferenzraum. So, da legen wir noch was ein, und zwar Mikrofilm B. Und da sehen wir jetzt von 0 bis F. Über dem Bild der Sitze steht etwas. Ach, ernsthaft. So, dann nehmen wir das mit. Die Modiskette. Und das merken wir uns jetzt erstmal. Von der Tür aus fängt es an. Von 0, 1 auf der von der Tür aus auf der rechten Seite. 0, 1, 4, 5, 8, 9, C, D. Auf der linken 2, 3, 6, 7, A, B, E, F. Sollte mal hoffentlich klappen. Gut, jetzt müssen wir zurück in den Konferenzraum. Und das auf unsere Gefahrstufe. Habe ich jetzt eigentlich schon umgetauscht? Nein. Austauschen. Du kriegst auch mal Munition. Das heißt, austauschen. Ausrüsten. Ausrüsten, alles klar. Das ist jetzt hat jeder 15 Schuss. Können uns ein wenig verteidigen. Nein, nein, nicht Egel. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Was machst du da? Danke. Nein, nein. Okay. Die Egel haben mich zerfressen.